Deswegen übernehme ich jetzt einfach mal wieder Svenno gegen Samsung. Weiter geht's. Wir sehen Zillion und Lee Sin gebannt. Das sind interessante Bans, muss man sagen. Und unterscheiden sich dann doch schon eher von dem, ich sag mal, etwas besser gestellten Teams. Wobei der Zillion-Bann halt auch einfach eine Sache sein kann, die in Scrims aufkommt. Nicht jedes Team übt diese Komposition, wobei man da anscheinend bei Samsung das Gefühl hat, dass sie ganz gut spielen können. Ja. Alistar gebannt, das ist interessant. Kalista ist noch offen. Genau, Kalista ist noch offen. Ryze ist noch offen, Corki ist noch offen. Das ist noch einiges offen, was man auf jeden Fall first picken kann. Eigentlich, oh, Ryze wird gebannt, Kalista. Muss Kalista eigentlich sein. Alles klar. Und sie eben Brown. Kann man machen. Dadurch wird Samsung jetzt verwirrt sein und wird sich hoffentlich nicht vor Verwirrung selbst verletzen. Hey, wir sind hier nicht bei Pokémon. Interessant, in dieser Woche haben wir Braum immer vor Alistar gesehen. Zumindest in der zweiten Teil der Woche. In den ersten beiden Spieltagen war es anders. Die LCK hat ja immer 4 Spieltage. Danach sehen wir jetzt immer wieder, dass Braum vor Alistar gepickt wird. Wobei Alistar natürlich gebannt war in diesem Moment. Dementsprechend Braum wahrscheinlich der beste Supporter. Und auch diese Pick... Also keine Kalista in der ersten Rotation. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten in Korea. Ja, vielleicht wollen sie sich da komplett selber verbinden. Lissandra kann ich verstehen. Wobei Crown in letzter Zeit auch eher schwach gespielt hat. Aber auch gerade da kann man eigentlich bitte an Lissandra... Na, wobei natürlich, eine gute Lissandra macht definitiv den Unterschied aus. Aber auch eine schlechte Lissandra hat immer noch Möglichkeiten, halt einfach mit CC zu glänzen. Ja, vollkommen richtig. Also Lissandra und Graves hier... über Kalister bewertet. Svenno sollte, also jetzt mit Braum, Kalister. Wenn nicht, dann falle ich gleich vom Stuhl. So, du musst natürlich jetzt ein bisschen im Blick haben, was für eine Comp man hier noch spielen könnte. Corki ist halt auch noch offen. So, das heißt, du kannst jetzt noch Corki Kalister picken. Ja. Das sehe ich allerdings als eine sehr gute Option für Samsung. Und wenn die jetzt... Okay. Ja, es ist noch drüber gehabert, also noch ist nicht eingeloggt. Vor allem eine Ash und ein Twisted Fate so früh blind zu picken, bin ich kein Freund von. Die Sandra ist ein Flexpick, könnte auch noch auf die Toplane gehen und wir haben sie sogar gerade von Wrath auch schon als Support gesehen, da allerdings mit mäßigem Erfolg und alles klar, Ahri, Ash. Das war Mori, der gerade vom Stuhl gefallen ist. Ahri ist ein guter Pick, weil Ahri eben den Corki Midlane denied. Ahri ist ein sehr, sehr guter Pick in Corki rein, dementsprechend kann man diesen Pick jetzt hier gerade nicht wählen. Stattdessen müsste man, wenn man Corki wählen, jetzt auf die Botlane schicken. Ich würde mir jetzt hier eine Kalista wünschen, weil Kalista auch ja, in den Ash-Matchup nicht komplett... Aber vielleicht hat man sie einfach nicht mehr trainiert, weil sie meistens eh nicht durchkommt. Na, ich denke, dass gute ADCs, die spielen ja auch viel Solo-Queue und da ist Kalista kein Permaban. Das ist eher im Competitive so. Also man hat genug Möglichkeiten, den Champion zu trainieren. Wobei Kalista natürlich auch besonders stark ist, wenn der Support halbwegs vernünftig ist. Definitiv. Also allein mit der Ult-Mechanik. Ja, aber dank Dynamic Q, ne? Danke nochmal an dieser Stelle an Rito dafür. Ja, das stimmt. Eigentlich ein schönes Konzept. Jetzt Samsung auf der anderen Seite verfolgen wir ein anderes Konzept, nämlich den Ezreal und den Trundle. Den Ezreal also in den Braum hinein. Vollkommen bewusst, wobei Lucian jetzt auch nicht unbedingt eine bessere Wahl gegen ihn gewesen wäre, aber es bleibt halt immer noch ein Kalister. Sie nehmen Nocturne und Malphite. Das erinnert mich ganz, ganz stark an die Rocks Tigers Komposition, die wir, war das diese Woche? Ich glaube, es war diese Woche am ersten Tag gesehen haben. Das war auch Ash. Am Donnerstag, nicht am ersten. Am erster war Mittwoch. Für dich erster. Ja, für mich erster. Nocturne, Ash kommt mir da sehr, sehr, sehr bekannt vor. Dazu mit Ahri, einen guten Champion in dieser Follow-Up-Situation. Dazu noch ein Malphite. Das Midlane-Duell Ahri gegen LeBlanc würde ich mir natürlich wünschen. Ist zurzeit noch sehr umkämpft. Wenn dieser PBE-Nerf durchgeht, dann ist Ahri halt komplett useless in diesem Matchup. Noch ist das nicht so, weil sie in der Lage ist, mit ihren Charm den W von LeBlanc zu interrupten, der dann keinen Schaden macht. Das wäre natürlich die beste Option für sie. Das Matchup ist deswegen am Anfang bis Level 6 für Ahri und dann switcht es so ein bisschen rüber, weil LeBlanc hat einfach kürzere Cooldowns, hat öfter auch einfach nur W, Q, Ultimate machen kann, um eine Ahri zu Harrison. Das geht auch tatsächlich durch. Keine Kalista, das ist sehr, sehr selten. In Korea hat Kalista eine Pick-Bann-Rate von mehr als 95%. Dasselbe gilt für Alistar, der allerdings hier, der zumindest gebannt wird. Kein Gangplank, auch der wurde nicht angerührt. Stattdessen ein Trundle-Support verbunden mit einem S, der natürlich sehr, sehr, ja, sehr autark ist. Das Wort ist ja, hat sich ja mittlerweile durchgesetzt. Aber ich muss sagen, Svenno hat für ihren Tabellenplatz eine gute Comp gepickt, denn sie ist einfach sehr, sehr simpel zu spielen. Hard Engage ist immer so mit das Einfachste, weil du einfach weißt, rein! Engage! Und vor allem Hard Engage Combo hat sehr viel Comeback-Potenzial.
Mit einer Art Engage-Kombo machst du nie viel falsch. Ja, du kannst halt auch wirklich einfach in diese Catches landen und das ist so simpel mit Malphite, Nocturne, noch ein Braum dahinter. Hard Engage wird nie müde. Hard Engage ist immer der Chef im Geschäft. Hard Engage schwitzt nicht. Der immer schweißfrei. Irgendwann wird der Hard Engage den Menschen übernehmen. So, also Spenu und Samsung im Duell. Unser zweites Best of Three des heutigen Tages. Allein schon von den Picks extrem interessant, vor allem was Spenu sich da hat einfallen lassen. Haben wir eben bei Rocks Tigers sich was abgeguckt. Vielleicht haben sie sogar zusammen gescrimmt, wer weiß. Jetzt liegt es natürlich an Spenu, das durchzusetzen. Ich finde es gut, dass sie nicht Standard spielen, weil sie sind auf dem letzten Platz. Sie müssen jetzt was zeigen. So, und da geht's los. Spenu gegen Samsung, die zweite Begegnung des heutigen Tages. Und da sind wir gespannt. Wir sehen Malphite mit dem verderbten Trank gestartet ins Spiel. Soweit also da nichts Ungewöhnliches in der Hinsicht. Das Midlane-Matchup auch Standard, was wir schon sehr, sehr oft gesehen haben. Der Nocturne ist sicherlich ein sehr, sehr interessanter Pick, den wir noch nicht häufig haben beobachten dürfen. Wie du schon gesagt hast, sehr viel Catch-Potenzial mit dem Ash Arrow, mit dem Nocturne. Ja, Engage, was soll man sagen? Manfight Braum. Also jeder Champion bringt HCC mit. Und das macht es natürlich ein unglaublich potentes Team, sagen wir es mal so. Samsung hingegen möchte eher so langgezogene Kämpfe haben. Wobei die natürlich mit einer Lissandra auch guten Engage haben. Sie haben einen Gravesburst, aber wenn eine LeBlanc nochmal eine zweite Rotation durchbekommt oder ein Ezreal vor allem sehr lang kämpfen kann, dann kommt ihnen das zugute. Während Spenu einfach, wie du es schon gesagt hast, rein will. Ja, es ist ein bisschen, in diesem Game wird es sehr viel darum gehen, wer den Engage schafft und wer nicht. Weil wer wirklich in der Lage ist, den ersten Gegner instant rauszunehmen, dazu sind beide Comps ja sehr, sehr einfach in der Lage. Graves einerseits, dadurch, dass er halt einfach mit seinem Burst zur Stelle ist. LeBron natürlich genauso. Lissandra, du hast es schon angesprochen, hat natürlich immer die Möglichkeiten, da einiges in diesen Momenten da an sowohl CC als auch Schaden ranzubringen. Und jetzt, oh Gott, im Namen. Das war richtig schlecht. Das war richtig, richtig schlecht von Spenus AD-Carrier, der da einfach in diesem Moment da versucht, Trundle Damage zu machen, deswegen aus der Akku rausgeht, beziehungsweise in die Akku reinläuft und deswegen da dafür sorgt, dass der Grum komplett resettet wird. Es kann oben in der Zeit genüsslich farmen, sie verpassen da die XP von, na, ich glaube, es waren ungefähr 7 Minions. Ja, das sollte natürlich nicht passieren. Ist einfach Level 2. Das ist halt einfach, also das war nicht so gut. Kleiner Fehler da von ihnen. Trundle hat da auch ganz gut genervt. Also er hat sie da schön unter Druck gesetzt. Botlane, Malphite gegen Lissandra sollte relativ stark zugunsten von Lissandra sein, weil Malphite weder die Waves ähnlich schnell clearen kann und dann hat er immer die Problematik, dass er unterm Turret halt relativ schlecht last hitten kann. Ja, man hat ja auch den Malphite eher fürs Team gepickt. Von daher natürlich Lissandra auf der Lane besser, aber Malphite ist halt für den Teamfight gepickt worden. Es, natürlich bringt ihm auch seine Rüstung gegen den Lissandra herzlich wenig. Von daher bin ich auch gespannt, was glaubst du, wird das erste Item sein? Normalerweise sieht man eher ein Rüstungsitem auf ihn. Sowas wie ein Sonnenfeuerumhang, um eben diesen schlechten Waveclear etwas zu kompensieren. Ja, er wird den kleinen Teil davon wird er auch bauen und danach wird er sich Richtung Spirit Visage aufmachen. Das scheint mir hier die einzige richtige Variante und jetzt sieht man ja auch schon, wie er beim Last Hit am Schwitzen ist, sage ich mal. Also er hat jetzt hier schon 6 verloren und das ist natürlich so früh im Spiel sehr, sehr bitter. LeBlanc hatte gerade das Siege drauf, hat dann versucht mit der Kette das Ganze zu pocken. Das ist sehr Mana-intensiv. Wenn es klappt, ist es trotzdem das Ganze wert, weil es relativ viel Schaden ist. Ist hier allerdings nicht gelungen. Nocturne und der gute Graves haben jetzt beide keinen Double Jungle gehabt, weil sie halt eben keinen Lane-Swap haben. Und auf der Midlane sehen wir weiter. Ich würde dieses Duell gerne noch mehr sehen. Auch Assassin farmt auch mit seinem Q und kriegt nicht immer 3 Vasallen, was nicht gut ist. Crone von daher sehr aggressiv mit Flash. Ignite weiß auch Ambition ist in der Nähe und bestraft ihn eiskalt die Ahri auch dafür, dass sie so wenig Mana hat. Von daher kann ich sagen, das war nicht gut gespielt, lieber Ahri. Ja, der Mori bezieht sich da auf das Coaching von mir. Das freut mich natürlich sehr, dass ich da einen sehr aufmerksamen Schüler habe. Ja, es ist ja, das Wissen ist das eine, aber die Umsetzung ist bei mir eher das Problem. Das sehe ich auch so. Ja,
Ari hier ein Ticken zu aggressiv dafür, dass sie den Teleport gewählt hat und LeBlanc eben das eben Ignite. Man hat auch gesehen, dass sie ihren W aktiviert hatte, was prinzipiell natürlich kein Fehler ist. Was hier allerdings ein Problem war, weil sie ihren, ich nenne es immer den Wreck-Hit, also in dem Moment, wo du mit Ari mit dem nächsten Spell eben Leben wiederbekommst, abhängig davon, wie viele Gegner du damit triffst. Das Ganze auf den W zu benutzen, ist meistens nicht ganz so sinnvoll, weil du verhältnismäßig wenig Wrecks und deswegen war sie in dieser Situation überhaupt so low, dass LeBlanc da engagen konnte. Der Flash von Gravestar ein bisschen zu viel des Guten, sie wäre auch so gestorben, aber ich meine, er wollte zumindest den Assist. Eigentlich sind wir ehrlich, er wollte den Kill, aber LeBlanc hat ihn eben bekommen. Kill secured. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, das sind jetzt auch mit dem Götzen da auf die Lane natürlich etwas schwächer als der Codex. Der Codex gibt ihm die Fähigkeitsstärke dafür mehr Mana und wir haben gesehen, er hat halt Mana-Probleme gehabt, was im Early halt durchaus der Fall ist. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von einem Teleport auf Ari aus der Tatsache raus, dass letzten Endes ist es halt einfach so eine Sache, okay, ich bin überhaupt nicht selbstbewusst auf der Lane gegen die LeBlanc, die entzünden mit, ich werde die Lane nicht gewinnen können oder ich werde sie nicht töten können auf der Lane, also nehme ich einen Teleport mit, dann bin ich halt zumindest sicher, kann nochmal zurückgehen. Also es ist die eierlose Variante. Davon abgesehen ist Ari eigentlich sowieso schon schnell genug auf der Karte, sodass Roaming weniger das Problem sein sollte an sich. Von daher denke ich, ist ein bisschen verschenktes Potenzial und gleichzeitig direkt ein Unterordnen auf der Lane. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass man damit ein bisschen die Lane abgibt, weil man kein Kill-Potenzial hat. Gleichzeitig ist die Lane natürlich einfacher zu spielen, weil du öfter Base gehen kannst, zumindest in der Theorie. Ja. Allerdings ist es für mich einfach auch ein klares Anzeichen dafür, dass der Fokus auf anderen Lanes eben sein soll, wo man dann halt eben in der Lage sein möchte, Überzahlsituationen zu schaffen. Klar, das kann eine Ari potenziell auch anders, aber es ist halt einfach nochmal diese weitere Absicherung. Und man hat ja auch über einen Twisted Fate gehabert und hätte ihn vielleicht lieber haben wollen, statt eine Ari. Die hätte das halt dann erfüllt in der Hinsicht. Aber ein Twisted Fate Blindblick ist halt keine so gute Idee. Also zum Beispiel gegen eine LeBlanc oder sowas. Ja. Also, ja. Aber wie gesagt, mit einer Ari kannst du eigentlich gut roamen. Und du hast jetzt diesen Kill abgegeben, sodass die LeBlanc stärker ist auf der Lane. Was halt für dich weniger cool ist. Das wird sich später natürlich noch weiter auswirken können, gegebenenfalls. Samsung ist ja auch nicht nur aufgrund der Tabellensituation Favorit. In meinen Augen, wobei die kommen natürlich von Spenno. Das Ding ist, ja, da guckst du, was die Rocks Tigers machen, da funktioniert super, aber du brauchst halt auch die Möglichkeiten, die Fähigkeiten und ein gutes Team, um sowas umsetzen zu können, so Spezialkomps, sag ich mal. Da möchte ich nicht urteilen, wie gut Spenno in sowas trainiert ist. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass es Comps gibt, die sehr schwer umzusetzen sind. Das sind meistens die, die keinen eigenen Engage haben, die hauptsächlich aufs Kiten ausgelegt sind, diese Poke- und Siege-Comps, Backpeel-Comps. Das hier ist eher eine Variante, die man schon, eine der Kompositionen, die man auch meistens, wenn man als Team wieder sich zusammensetzt, als erstes trainiert, weil sie sehr einfach sind. Das auf alle Fälle. Auf der anderen Seite ist es, also in den Teamfights gebe ich dir recht, auf der Lane hingegen ist es halt, zumindest was dieses Malphite-Lissandra-Matchup angeht, deutlich schwieriger. Und auch Ari LeBlanc ist halt ein skillbasiertes Matchup. Hier ist der Engage mit der Malphite-Ult gegen QV. Und der kommt mit der Kralle weg. Da muss man halt gucken, dass man insofern CC stackt, dass man diese Kralle... Also man kann nicht verhindern, dass diese Kralle da kommt. Aber wenn in dem Moment, das ist nicht einfach, wo QV die Kralle aktivieren möchte, dass man dann QV CC't hat. Ja, das geht aber natürlich mit diesen beiden Champions hier nicht, weil Malphite den Engage wählen muss. Der Fehler war in... Okay, wir tun mal so, als hätten wir die Kette gesehen. Nein, nein, es gibt keine Bugs, es gibt nur Features. Nocturne hat den Fehler gemacht, weil die Kralle hat man sofort nach der Malphite Ultimate gesehen. Das war sehr, sehr gut gemacht von Lissandra. Die hat nämlich die Kralle gemacht, bevor die Malphite Ultimate ankam. Das ist ein sehr, sehr schöner Spielzug gewesen. Jetzt unten Malphite wiederum im Bedrängnis, muss rausflashen, wird er noch weiter angegangen werden, aber er kommt da definitiv weg. Also da die Lissandra Ultimate mehr oder minder gewastet. Also das ist sehr wichtig von Lissandra, dass sie die Kralle gemacht hat, bevor... Sassin wird hier komplett im 1 gegen 1 zerstört. Vor allem, es ist... Ich weiß nicht, ob ich den anderen Kill auch als Solo-Kill deklarieren möchte, weil letzten Endes Graves noch mit dran war. Doch, der wäre alleine gestorben. Ja, gib den als Solo-Kill. Ja, okay, dann geben wir den als Solo-Kill. Dann muss man sagen, ist das Sinn nach der Auslegung zweimal im 1 gegen 1 gestorben. Das kennt Crown, weil ihm das auch schon mal passiert ist. Aber letzten Endes eigentlich nichts, was man in so einer hochklassigen Liga
erwarten würde. Und sein Ultimate, der geht wirklich komplett erst auf Morellos. Und anstatt auf Höllenzepter jetzt. Was halt jetzt im Moment hätte er sich Magieresistenz kaufen müssen, weil er zu weit hinten ist. Er hat Glück, dass Lebon hier auf das gnädigere Ultimate über Frostkönigin geht, was ihn halt nochmal... Erstmal gnädig, ja, aber man sieht ja, Crown gewinnt ja jetzt schon. Und es ist nicht so, dass Sassin sehr viel mehr Fähigkeitsstärke hat. Er hat halt das Einzige, was er mehr hat, ist der... jetzt müsste ich mal gerade überlegen. Frostkönigin gibt dir 60 AP. Du hast durch den Codex, glaube ich, 30 und 25 nochmal durch den verstärkenden Wälzer. Das heißt, du bist mit 55 AP 5% niedriger als Crown mit seiner ausgebauten Frostkönigin. Ja, ich glaube, dass LeBlanc gerade ungefähr 100 AP hat und Ari müsste irgendwas um die 75. Genau, allein auch mit den zwei Leveln vorne. So, das letzten Endes, was die Konsequenz daraus. Crown hat jetzt noch den Null-Magiemantel, weil Crown natürlich aufs Höllenzepter gehen möchte. Sassin hat es halt, wie gesagt, nicht. Dazu hat Crown noch dein goldgenerierendes Item und boah, unterm Turm einfach drauf. Springt da weg. Und jetzt haben wir gerade nochmal. Ja, Sassin wieder low gekloppt, während Crown zwar Turmschuss genommen hat, aber einfach wesentlich besser dasteht. Es hat nicht ganz gereicht, um Sassin zu töten, aber der hat seinen Teleport auf Cooldown und er kann es jetzt eigentlich nicht leisten. Der ist schon 30 Farmen fast hinten, nochmal zurückzugehen, hat nochmal seine Passive oben im Bischen gegen Soul. Das ist halt das Problem, wenn der LeBlanc einmal ins Rollen kommt. Problem hat jetzt gerade auch der Grace, der wird vom Elfen angegangen. Noch schon gehabt dazu, aber hier ist Kilometer weit und jetzt ist QB da zur Stelle. Was ist das denn für ein Flash? Und QV deckt ihn, jetzt kommt die 2-0 LeBlanc. Im Bischen macht er den Schaden, wunderschöner Lockdown. QV kriegt keinen Assist mehr, obwohl er rinnen springt, aber 3-0 Samsung. Also Spenno, es hapert hier schon an verschiedensten Stellen. Und da sieht man eben, das ist der letzte Platz in Korea. Oh Junge, Junge, Junge. Also Nocturne eben auf der Botlane schon mit dem Fehler, dass er die Ultimate nicht nach der Kralle macht, weil da hat er genug Zeit zu reagieren. Deswegen kam Lissandra weg und jetzt hier dieser Flash, der war komplett daneben. Er wollte gerne seinen 4 aufrechterhalten. Allerdings war Graves dadurch, dass er den Flash über eine Wall gewählt hat und deswegen ein bisschen mehr Distanz überbrückt hat, als den Flash normalerweise in An- und Abführung kann, wenn man ihn nur über eine normale Grasfläche machen würde, hat er da quasi ein bisschen die einfach schon in dem Moment den 4 abgebrochen gehabt und dann ist dieser Flash halt komplett wasted. Ja. Also gut gespielt hier von Samsung das Ganze. Wir sehen es halt eben, Crown jetzt noch Zauberstab. Morellos fertiggestellt, trotzdem hat Crown mehr Fähigkeitsstärke. Klar, du hast halt diesen Blutungseffekt jetzt noch mit drin. Du hast 20% Abklingzeitverringerung etc. die Mana-Regeneration, aber Crown hat auch Mana-Regeneration und ist einfach mit dem Höllenzepter jetzt nochmal deutlich sicherer, allein durch die Magieresistenz nochmal auf der Lane. Vor allem, wenn es dann ausgebaut ist, reduzierst du noch die Magieresistenz von Sassin. Der hat halt keine. Also wird die LeBlanc da quasi fast absoluten Schaden machen. Und dann wird die Ahri halt schon große, große Probleme haben. Also Itembild und auch Summoner-Wahl, ich betrachte das mit Zähneknirschen. Ja, ich muss sagen, die Summoner-Wahl ist eine Teamentscheidung. Du wählst den Teleport fürs Team. Dass sie die Lane dann abgeblickt hat daran, dass sie sich da auf Level 4 hat baiten lassen. Nocturne mit der nächsten Ultimate. Ja, natürlich ist das halt die Idee, dass immer wieder Nocturne mit der Ultimate kommt und so die Lanes halt nach vorne bringt. Das ist halt bisher nicht geglückt. Also Nocturne ultet wie so ein Weltmeister, aber es kommt nichts bei rum. Crown immerhin das Flash entzogen. Aber man sieht auch, Flawless wieder kein Mana jetzt. Das sind tatsächlich am gefährlichsten. Man muss auch immer bedenken, der Orb, wenn er zurückkehrt, macht immerhin absoluten Schaden. Also da ist dann letztendlich der Punkt egal, ob Crown Magieresistenz hat. Wenn du es aber LeBlanc gut spielst, solltest du halt zumindest dem rückkehrenden Stoß ausweichen. Es sei denn, du bist gecharmt. Ja, also das ist eigentlich kein Problem als LeBlanc, da hast du wenig Probleme. Deswegen das Matchup nach Level 6 eben auch zugunsten von LeBlanc, weil sie halt die kurzen Cooldowns hat, mehr in der Lage ist, vom Gegner zu dodgen. Das sollte kein Problem sein. Aber eben das Problem war aus Sicht von Ahri, dass sie vorher halt schon im Bedrängnis war. Crown spielt das auch sehr gut, er nutzt selten die Kombination QW, die einfach abzubrechen ist, sondern stattdessen geht er immer wieder mit seinen W in eine Position, wo er dann den Q macht und versucht, das Siegel mit seiner Kette, mit seinem E-Spell zu brechen und da... Das ist mir letztens auch passiert. Und das ist ein neuer Bug, oder? Hast du das gerade gesehen? Ja, ja. Er ist da draufgesprungen, das hat mich das ausgelöst. Das ist mir bei meinem letzten Bro-Game 2 passiert und ich war echt wütend. Oh, der Arrow trifft. Das ist bitter. Geht in die Passive. Ambition ist da, läuft dann der Klon weiter. Ezreal Ulti einmal durch. Und es kommt kein Kill zustande. Das ist eigentlich Muster. Sassin hat auch nicht geultet. Warum kommt da kein Kill zustande, wenn du LeBlanc, ne, die aus Pappe gebaut ist, dort mit dem Pfeil triffst. Warum ist die Ahri nicht geultet?
sei das hier der letzte der LCKs. So, und jetzt kommt Crown und revanchiert sich. Also, hättest das ihn geultet? Man hätte dieses CC-Chain auch machen können. Das Problem war, dass der Charm auf Cooldown war. Ja. Aber das ist halt das Problem des Ganzen. Warum war der Charm auf Cooldown? Der hat ihn zum Last-Hitten benutzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das solltest du halt nicht tun. Warum? Nein, tu es nicht. Dafür meckere ich dich ja beim Coaching an. Es sei denn, man möchte Base gehen und sowieso kein Trade mehr. Und dann kann man Mana rausballern. Aber dann sollte gerade kein Arrow kommen. Das ist richtig. Ja, also ein paar Schwierigkeiten in der Abstimmung offensichtlich sorgen dafür, dass Samsung jetzt schon 4000 Gold vorne ist. Stab der Zeit hat er fertiggestellt auf QV. Und wie gesagt, gerade die LeBlanc ist hier ein großes Problem. Vor allem für Sazin. Oh, der ist tot. Oh. Oh, Flash, aber die Ulti geht durch. Flawless zur Stelle, aber der ist schon mal weg. Und Flawless ist auch nicht der stabilste Jungler. QV gleich mit dem nächsten Kill. Soul immerhin mit der Malphite Ult holt sich Crown. Aber auch er kriegt einiges an Schaden. Also wenn man jetzt nur die HP-Leisten zum Vergleich nehmen würde, wäre es der schlechte Trade. Aber er bekommt einen Kill raus und das ist es natürlich wert. Ja, das war schlecht gemacht von Crown, der da ein bisschen zu nah einfach rangegangen ist an diesen TP. Hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Malphite den abbricht. Aber er stand da schon sehr weit unten, ist dann allerdings mit seinem W nochmal zurückgegangen. Das ist überhaupt nicht notwendig, hätte da noch mehr Distanz aufbauen können. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, denn er steht 3-1-1 und macht hier ein sehr, sehr gutes Spiel unten auf der Botlane. Ja, da farmt man einfach nur die beide Botlanes 0-0-0 ja. Und das ist aus Sicht von Samsung natürlich absolut genug, denn auf der Map stehst du 5-1 vorne, hast einen Goldvorsprung von über 5.500 Gold bei Minute 16, sehen wir so auch eher selten. Und jetzt kommen langsam natürlich auch die entscheidenden Power-Spikes. Wir sehen es gerade, Spenu, ich glaube, die haben öfter diese 0,0%, allerdings, wenn sie den ersten Drake verlieren, haben sie noch nie gewonnen. Ja, sie haben auch nur wenige Spiele an sich gewonnen, sodass sogar die Winrate, wenn sie den ersten Drake bekommen, relativ niedrig sein dürfte. Also wie bei anderen sogar in der umgekehrten Situation. Crown jetzt unterwegs, Zauberdieb, nochmal Stasi ein bisschen Angst einjagen, rumspuken. Ist aber auch die richtige Entscheidung, nicht drauf zu gehen. Man sieht halt Flawless und Secret Van in der Nähe gewesen. Von daher vielleicht auch den Zauberdieb, Frostkönigin nicht unbedingt nötig gewesen, da zu aktivieren. Ach, der aber so sieht man zumindest, ja, wo der Geist hinfliegt, wo der nächste ist. Und der wird genau ja auch das aufgedeckt. Also du hast dadurch einfach die Möglichkeiten zu entscheiden, wie du mit deiner Lane umgehen willst. Du hast ja entweder die Option so ein Slow-Push, ein Freeze, ein Push. Und das sind alles Entscheidungen, die du halt darauf beruhst, wie weit ist denn der nächste Gegner weg und ist der überhaupt auf dem Weg. Und dafür benutzt man das eigentlich immer mal wieder ganz gerne, wenn man sich gerade unsicher ist. Klar, der Cooldown wurde erhöht, ist jetzt 90 Sekunden, aber das ist immer noch schwer in Ordnung. Ja. Vollkommen richtig, also 0-3 steht das hin. Der Ari-Pick, wie gesagt, war kein schlechter gegen LeBlanc. Es ist ein reines Skill-Matchup, aber wenn du weniger Skill hast, dann hast du halt ein Problem und dann macht das zu einem weniger guten Pick. Ich mache mir nur Sorgen um die Ari, wie gesagt, wenn die PBE-Änderungen so durchkommen und du einen Dash nicht mehr abbrechen kannst. Mit dem ist Ari useless. Ja. Also das sagt man immer sehr, sehr früh, aber ich bin in solchen Einschätzungen eigentlich immer sehr vorsichtig. Aber es gibt dann halt kaum Matchups, wo du mit einer Ahri die Midlane gewinnst. Du bist viel gankanfälliger, gerade gegen den Kragas-E oder zum Beispiel auch gegen den Rek'Sai oder gegen den Jarvan. Also prinzipiell bist du viel einfacher gankbar und verlierst halt auch die Assassin-Matchups quasi sehr, sehr viele davon. Weil auch ein Zed dann in der Lage sein wird, seinen Jump da wahrscheinlich durchzukriegen. Shiro aber auf ein S, warum in aller Welt? Ja, er shiftet da durch die Gegend und kann da natürlich gut reagieren. Hat es gerade nicht auf Cooldown gehabt. Benutzt man auch ab und an zu farmen. Generell die Spells, natürlich willst du auch die Trainer hochstacken, aber hier hat es halt gepasst. Deswegen trifft auch der Pfeil nicht und man kann die Situation halt weniger nutzen. Ich weiß noch nicht, selbst wenn er getroffen hätte, ob man den Groß hätte nutzen können. Gut, vielleicht mit dem Nocturne tatsächlich. Das ist ja immer die Sache, die Reichweite unterschätzt man gerne von der Nocturne-Ulti. Ja, das wäre ein Kill geworden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ein S mit einem Arrow triffst, da kannst du noch einfach mal random auf die Midlane auf eine LeBlanc schießen. Das ist ähnlich weit. Das ist generell ein Problem, was er hier hat. Wenn wir uns die Champions mal angucken, die da von Samsung aufgefahren werden, dann hat sowohl Graves als auch LeBlanc als auch S Days, mit denen sie in der Lage sind, den Ash Arrow zu blocken, solange die eben ab sind. Ja, jetzt hier ist eine schöne Rotation von Spenno auf die Midlane. Da kommt jetzt eine S-Ult, aber die kann Braum blocken. Macht er allerdings nicht, das. Ja, okay. Und dann ist man zu viert auf der Lane und macht überhaupt keinen Druck. Ja. Nee, da wurden sie jetzt von Crown schon eingeschüchtert. Crown 2 Level auch vor Stasin. Der hat seinen Höllenzepter immer noch nicht fertig. Crown hat es natürlich schon, hat also die Magieresistenzreduzierung schon gegen Stasin. Selber auch den unnötig großen Stab. Nächstes Item. Man könnte natürlich jetzt auf Ludens gehen und einen schnellen Power Spike nochmal ein bisschen mehr Burst. Oder man holt einfach direkt schon mal Rabanons. Ich denke, das ist so ein bisschen situativ abhängig. Grundsätzlich
finde ich persönlich, spricht eigentlich gar nichts gegen Rabadons, weil du bist 50 Farben vorne, du stehst 3-1 da. Du brauchst diesen schnellen Powerspike nicht. Was man auf einer... Ja, das stimmt natürlich, aber andererseits hat es natürlich auch den, diesen Movement-Speed-Effekt quasi, ja, den man noch extra hat. Das ist halt. Aber da könnte man erstmal schon mal anfangen, die Schuhe auszubauen. Ari, das wäre auch schon mal ein weiter guter Fortschritt Richtung Movement-Speed. Da gebe ich dir. Also ich meine, wenn offensichtlich die Geschwindigkeit nicht so hoch gewertet wird, dass man die Schuhe hat bisher ausbauen müssen, würde ich mal behaupten, ist auch die Notwendigkeit für ein Ludens für das Lauftempo nicht zwangsläufig gegeben. Schöne Formulierung. Mori lobt sich selbst. Einer muss es ja machen, ne? Ja. Du kriegst auch von dir kommt ja nichts. Von dir kommt ja nichts. Du bist ja mal wieder am Schlafen. Hallo. Nee, nicht Sleeping Sola. Trust Johnny. Hashtag der Woche. Sleeping Johnny. So. 8000 Gold im Übrigen sind es inzwischen die drei Türme. Spenu bis auf den einen Kill hat wirklich gar nichts bekommen. Das war der Kill, den sie Soul halt eben stibitzt hatte gegen Crone. Und die wirken auch so ein bisschen ideenlos mit ihrer Comp. Haben vielleicht noch nicht ganz realisiert, hey, ihr seid die Catch-CC-Comp. Ja, gerade haben sie nur realisiert, wir sind super far behind und müssen jetzt gucken, dass wir einzelne Targets kriegen. Das wird aber natürlich in nächster Zeit schwer, vor allem weil auch Braum, also bis jetzt hat mich keiner von ihnen überzeugt, Braum eben in der Situation nicht die S-Ultimate geblockt, was ein Riesenfehler war. Dazu dann LeBlanc jumpt rein, da muss sofort die Braum-Ultimate kommen, weil LeBlanc hat den Fehler gemacht, so nah an Braum ranzugehen, dass er ihr mit dem Auto-Attack getroffen hat. So, dann kannst du auch die Ultimate von Braum machen, weil die ist dann in diesem Moment quasi nicht dodgebar. Und dann kannst du halt die LeBlanc dafür bestrafen, dass sie da mit dem W reingeht. Das ist ja eh eine der wichtigsten Sachen, weil es halt ganz, ganz wichtig ist, dass eine LeBlanc eben nicht in der Lage ist, die Wave Man zu kriegen, weil sie dafür bestraft wird. Soul gegen QV gezwungen, als erstes halt in Banshees zu gehen, was man extrem selten auf Malphite sehen dürfte, zumindest als erstes Item. Jetzt erst kann er wirklich anfangen, die für ihn wichtige Rüstung aufzubauen, mit der er skaliert. Barmys Glutstein, also ist da wirklich noch ein bisschen entfernt, dann den Sonnenfeuerumfang zu haben, hat verschiedene Nachteile, wie gesagt, er eskaliert mit Rüstung und oh oh, Soul kommt da zumindest nochmal raus, plus natürlich auch der Wave Clear ist dann halt kaum gegeben, also mit Barmys Glutstein zumindest ein bisschen mehr jetzt schon, aber Sonnenfeuerumfang ist gerade aus dem Aspekt halt ein sehr, sehr wichtiges Item für ihn. QV dahingehend also 50 Farm vor ihm. Kill haben sie eben beide, aber das globale Gold durch die Türme spielt man rein. Sie sind auf jeder Lane massiv hin. Ja, und Midlane ist es echt brutal. Das sind gerade einfach mal 70 CS. Das sind Rabadons. Komplett, wenn du mal guckst, also Morellus ist ein bisschen teurer als Anrichter Frostkönigin, aber dafür kann man sagen, Crone hat Schuhe, die Sazi nicht hat. Also ist Crone letztendlich ein Rabadons vorne. Und das kann sogar echt gut sein. Ja, vor allem, weil du ja... Also so 3000 Gold sind das bestimmt. Ja, du musst ja auch dran denken, dass die Frostkönigin ja eben auch noch Gold gibt. Also das, ja, klar. Dieser Unterschied zwischen Morellus und die drei Kills. Frostkönigin wird quasi da fast drauf gehen. Ja, ja, also es ist schon brutal. Und in dieser Phase sollte meines Erachtens Samsung jetzt auch anfangen, die Objectives einfach zu nehmen, weil dann entweder Spenno dafür engagen muss, was ihr Plan ist. Allerdings glaube ich, dass gerade Samsung in dieser Phase des Spiels auch in der Lage ist, trotzdem die Fight zu nehmen. Es liegt daran, dass sie jetzt die wichtigen Powerspikes haben. Ihr seht es auf S, eine Quecksilberschärpe, ganz, ganz wichtig. Auf der Lissandra haben wir Stundenglas, auf der Midlane Morellos, Höllenzepter und noch die Frostkönigin. Also da alles, was das Herz begehrt, Jungle, Graves, ihr seht es, ist hier auch schon mit den nötigen Items ausgestattet. Also worauf wartet man? Ich denke, als nächstes kommt einfach nochmal ein Lernstab für Crone. Magiris ist ja bei Soul durch das Banshees halt gegeben. Wir haben das Höllenzepter, es wird halt angefangen. Es ist halt noch relativ viel, also wir müssen mal überlegen. Nach 22 Minuten hat Crone drei Items fertig, eins davon dann Rabadons. Das musst du dir mal so zergehen lassen. Das ist halt sehr, sehr viel schon. QV auf der anderen Seite auch seine beiden wichtigsten Core-Items fertig. Auch da könnte vielleicht sogar ein Lernstab einfach als nächstes kommen gegen Soul. Ja, möglich ist das allerdings. Ja. Ja, also warum nicht? Dann hast du noch mehr Dominanz. Nochmal mehr Schadenspitze. Ein doppeltes Höllenzepter macht hier gar nicht so wenig Sinn. Oh, LeBlanc. Tja, das ist das, was ich gesagt hatte. Also, wie willst du mit dem Azure treffen? Ich bin froh, dass Benno jetzt hier zumindest mal wieder was versucht hat. Es wirkt so ein bisschen, als würden sie doch noch an diesem Spiel teilnehmen. Also ich gebe dir recht, wobei man als QV sogar schon, also generell als Lissandro, der hat schon ein bisschen Tankiness mit Stab der Zeit, hat er unten Zonias und die Ulti, mit der er sich auch noch selbst heilen kann, in Zweifelsweise. Ich glaube, das sollte ausreichen für eine Ahri, die so weit hinten ist und daher verhältnismäßig wenig Schaden macht, dass man hier nicht gezwungen sein wird, auf Lissandra auch noch einen Höllenzepter zu bauen. Ja, besser Vorsicht als Nachsicht, ja, natürlich trotzdem. Ne? Also ich meine, ich sehe auch deinen Punkt. Ja, ja, klar. Ist also nur meine globale Überlegung. Ja, ich denke, dass eine... Ja,
Im Endeffekt ist auf der anderen Seite jetzt schon ein bisschen was der Magieresistenzen da, also würde ich mir hier auch eher den Lernstab wünschen. Ich kann mir allerdings trotzdem gut vorstellen, dass das Hörnzepter wird, einfach nur, um halt auch den Malphite Engage da komplett abzufangen. Aber du hast schon recht, ich sehe nicht genug Schaden, um gerade jemanden da zu töten, auch ohne Hörnzepter. Also das ist einfach Stab des Zeit, das ist schon zu stark. Jetzt hat man hier gerade keinen Ash Arrow. Doch, Moment, der ist wieder ab. Ja. Wunderbar. So, damit gehen die Ausreden hier auf Null zu von Spin und ich denke, wir sehen jetzt hier vielleicht den ersten Fight. Oh, da kommt die Malphite Ulti, die trifft gut auf Kyuubi, man kommt noch Curl Chater ran, der kommt noch links weg. Jetzt hat man aber auf der anderen Seite Flawless rausbekommen, der hält nicht viel aus. Kyuubi geht in der Ulti, heilt sich wie gesagt schon mal selber, kommt er raus, sein kommt er nicht. Soul sichert sich den nächsten Kill, aber der Tausch 3 zu 1 plus der Turm noch oben drauf. Samsung deutlich besser verhandelt hier, daher besser abgetauscht. Kyuubi, gut, ne? So viel zum Thema stabil, aber er hat lang genug überlebt, das ja, ist auf jeden Fall reicht. Er hat einen perfekten Fight gespielt. Ich hoffe, wir sehen die Wiederholung nochmal. Ja. Er hat wirklich sehr, sehr außergewöhnlich gut in dieser Situation. Der für mich klare Fight-Winner und jetzt sehen wir ja gerade übrigens den klaren Match-Winner. Wieder mal im 1 gegen 1. Einfach wieder weg, haut ihn da einfach kaputt. Da ist einfach ein klasse Unterschied zu sehen. 0-4 Ari, 6-1 LeBlanc. 9-2 steht jetzt insgesamt, 15.000 Gold fast vorne. Dieses Game ist einfach komplett entschieden in dieser Phase, trotz dieser Engage Comp, die sie jetzt in diesem Fall doch gar nicht schlecht ausgespielt haben. Fehlt Schaden hinten, vorne, links und rechts und dann machst du da relativ wenig bis gar nichts. Ja, wenn der Midlaner keinen Schaden macht, dann hast du ein Problem. Ja, die Ashe braucht halt Items, aber global goldtechnisch sieht es auch schlecht aus. Also es ist schon ein Klassenunterschied im Vergleich zu Samsung. Nicht ein Objekt konnten sie sichern und die einzigen Kills gibt es auf dem Malphite. Kriege ich eigentlich einen Orden dafür, dass ich den Fight gecallt habe? Irgendwie einen Schulterklopfer oder sowas? Kriegst du Umarmung. Oh, wir haben gar keine Kamera. Wir haben eine Kamera, aber wir haben nicht auch. Ja, das stimmt. Wenn wir keine Kamera im Studio hätten, wir auch. Wir haben gar keine Kamera, Mori. Heute ohne Facecam. Weil du sie nicht aufgebaut hast, weil du verschlafen hast. Hallo. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Quecksilber-Schelpe jetzt auf Nuclear. Was da. Also, ich meine, gegen die Lissandra, ja, verständlich, aber. Du nimmst halt wieder sehr viel Schaden mit und inzwischen bei so einem großen Unterschied bin ich wirklich geneigt zu sagen, okay, statt Quecksilberschärfe, du musst halt irgendwie Risiko eingehen. Ja, nimm halt irgendwas anderes vielleicht nochmal mit, einfach Damage und hoff, dass du vielleicht, ja, eine Engage hinbekommst. Du hast so viel HCC, dass man vielleicht die Lissandra in eine CC-Chain halten kann. Aber das sind so viele Vielleichts und gut, auf der anderen Seite bisher hat nie wirklich viel was geklappt. Jetzt Crown geht da einfach mal komplett deep. Wobei, im letzten Fight haben sie ja schon viel richtig gemacht. Das reicht halt einfach nur nicht, wenn du so weit hinten bist. Und das hier ist jetzt natürlich der Nash. Da kann Crown jetzt sehr, sehr viel Druck machen, kann die Leute davon weghalten. Die werden wahrscheinlich nicht rechtzeitig hinkommen. Allerdings jetzt der Malphite-TP, der TP von Lissandra ist auch da. Hier kommt der entscheidende Fight. Ja, da müssen sie natürlich abbrechen. Ermischen wird hier die ganze Zeit hochgeworfen. Corridor steht da sehr weit im gegnerischen Team, muss wegflashen. Aber Crown, der Schaden, das sollte ausreichen. Juvi jetzt hinterher dran an Sassin. Der stirbt natürlich mal wieder. Da? Nur Nuclear ist da, Double Kill und Nuclear. Wupp und tot bist du. Schöne Zone ist nochmal rein. Und jetzt können sie sogar nochmal weitermachen mit dem Baron. Emission ist hier relativ low. Alle Mann haben überlebt. Will sich hier nicht exekuten lassen. Aber hier ist ja auch keine Gefahr mehr da. Vom Schaden sollte das reichen, wenn sie es jetzt gut tanken. Und ich meine, es ist halt das Ace. Oh Gott. Oh lol, das war nicht mal ein Execute. Wrath ist einfach nur gestorben und der Kill ist sogar noch zugesprochen worden an Nuclear. Für die gute Ash, aber das heißt ja nur, dass sie jetzt wieder Gold wert ist. Also, hier den Fight. Erstmal gleich drauf achten, wie keine verdammte einer merkt, dass die Sandra kommt. Guck mal darauf, was der Nocturne gleich macht nach am Ende des Fights. Weil wo der hinläuft, der weiß, dass die Sandra da kommt und er flasht in sie rein. Unverständlich. Dann sehen wir jetzt hoffentlich da oben die Szene. Die Sandra auch in diesem Fight wieder klarer Fightwinner. Hatte einen Q gemisst, weil Nuclear da ganz sauber gedodged hat. Hat er gut gemacht. Aber am Ende reicht das dann halt einfach nicht. Also da für mich unverständlich die Performance von Flawless hier. Alles andere als Crown ist einfach wie so ein Staubsauger. Der räumt alles ab. Wir haben tatsächlich sogar noch einen Ludens gesehen. Wer braucht schon einen leeren Stab? Also einfach nur mehr Damage, mehr AP. Heißt halt auch, ein Sonias wird es wahrscheinlich nicht werden. Warum auch, ja? Schafft ja keiner im Teamfight jemanden zu töten. Das muss dann der Baron übernehmen. Tja, stell dir vor, du verlierst dadurch dein perfektes Game. So, leeren Stab auf Lissandra. Wir hatten es angesprochen und uns darauf geeinigt, dass die bessere Option ist. Dementsprechend hat Kuvi uns hier auch nicht enttäuscht. Für mich hier wirklich in den Teamfights der überragende Mann. Ja, der anrufen bei uns. Oh Gott, eine Rotation, tot. Na, 0-6. Ich mein, die Ultimate auf Ari wird auch overrated. Die muss man nicht benutzen. Jetzt geht's hier weiter. Ein bisschen hat die das ganze Spiel überhaupt schon eine Ulti benutzt? Ja, ich habe ein paar gesehen. Die waren aber auch nicht sonderlich berauschend.
So, Drone versucht hier nochmal reinzugehen. Natürlich keine Chance für Spenno, die einfach nach Strich und Faden verprügelt werden. Es ist eine der deutlichsten Spiele, die ich bis jetzt in der LCK begutachten durfte. Und am Ende gewinnen sie hier natürlich hochverdient. Es geht nochmal den Nexus an. Die KDA wird nochmal gepusht. Gute Nacht, Malphite. Der kann seine Ultimate zum 10.000 Millionen Mal defensiv einsetzen. Crown wird hier nochmal seinen Damage boosten. Und am Ende sehen die Jungs hier zufrieden aus. Können es auch sein, denn Samsung hat hier eine klar eindeutig, die eindeutig, ja. Ja, Samsung ist ja selber kein